Und bitte, Herr Gomes. Ja, grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen. Also ich finde, das Ambiente war sehr schön. Großes Lob an OSC Bremerhaven, wie sie das hier organisiert haben. Der Platz war sehr gut. Ist ja auch kein Selbstverständnis jetzt, wo die meisten in der Sommerpause sind, die Amateurvereine. Ich glaube, ein paar Zuschauer waren da und ja, wir konnten ihnen, glaube ich, auch ein bisschen was zeigen. Wir haben, aus meiner Sicht, haben wir sehr engagiert gespielt. Klar, hat nicht alles so funktioniert, war ja auch relativ durchmischt, die Mannschaften, aber sehr engagiert. Haben dann auch ein paar Tore gemacht und alle sind gesund, ist auch sehr wichtig. Von daher bin ich erstmal sehr zufrieden, auch natürlich bei allem Respekt, aber es ist natürlich kein Gradmesser, aber die Art und Weise hat mir ganz gut gefallen. Jetzt beginnt die nächste Phase der Vorbereitung. Die Jungs haben wirklich bislang sehr gut mitgezogen und jetzt kriegen sie einen Tag Pause und ab dem Zillertal geht es dann wirklich detaillierter darum, was gegen welche Grundordnung, warum und ja, einfach diese Muster immer wieder einzuschleifen. Aber bis jetzt war ich da, wie gesagt, zufrieden, ohne dass man das überbewerten darf. Also das Allerwichtigste ist, dass bislang alle gesund geblieben sind und sogar ja einige wiedergekommen sind. Aaron, Ole haben heute gespielt, das war sehr gut und ja, von daher grundsätzlich nicht viel zu meckern. Was mir natürlich Sorge macht, ist Drobo selber, weil es war eine irgendwie unglückliche Situation und er wird jetzt erstmal zum Glück nicht ewig lange, aber 2 bis 3 Wochen wird er schon ausfallen und dementsprend macht mir das Sorgen. Für das Gesamtkonstrukt ist das jetzt kein Problem.